Willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge Horizon Forbidden West. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz fantastisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die fantastischen, wundervollen Menschen, die das letzte Video mit einer fantastischen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. So. Okay. Bin ich hier ungestört. Jetzt bin ich hier ungestört und kann euch wichtige Dinge erzählen, wie zum Beispiel, dass natürlich auch hier ein Gewinnspiel läuft. Und zwar könnt ihr das Spiel als Key in der Deluxe Edition gewinnen. Bis Sonntag 0 Uhr auf Montag geht das Ganze. Einfach nur kommentieren mit dem Discord-Namen und eine Bewertung dalassen. Discord sowie Instagram findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Alle wichtigen Links sind dort drin. Okay, Bären bin ich voll. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo hier oben hin. Wow, das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Das Space Shuttle hier drüben. Und das wollen wir lösen und damit die Schlangen zerquetschen. Naja, bin ich immer gespannt, ob das wirklich funktioniert. Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Tja, wie es scheint, müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Auf den Turm? Irgendwas hat sich ja hier gelöst. Mit meinem Fokus könnte helfen. Warte mal. Was geht hier? Da geht doch bestimmt irgendwas, oder? Sich kein bisschen bewegt. Nee, nee, da bewegt sich nichts. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Okay, wir sollen den Balken runterziehen. Warte mal. Ah, von der Seite. Okay, man muss immer so ein bisschen rumexperimentieren. Das wirklich nicht auf einen Ruck. Da musst du ein paar Mal ran. Okay, hier geht's hoch. Boah, das wird eine Nummer, Freunde. Ich muss zum Shuttle klettern, um die Kabel zu lösen. Das wissen wir doch. Ja, wir wissen, dass du da hoch musst. Warum denkst du, tanze ich hier rum und versuch dich da irgendwie hochzubringen, Kleine, ha? Huh? Garantiert nicht aus Langeweile. Aber wie gesagt, Aloy ist einer meiner liebsten Charaktere, was weibliche Charaktere in Videospiele angeht. Vielleicht sogar Nummer 2. Ich finde nur einen Charakter noch cooler. Das ist das blonde Göhren-Mädel aus Lollipop Chainsaw. Die fand ich damals so genial. Die hat mir richtig gut gefallen. War auch ein richtig geiles Spiel. Lollipop Chainsaw. Auch so ein Spiel, das kennt eigentlich fast okay, niemand. Das ist so ein bisschen... nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Wow, sie springt erstmal hier nach unten. Das ist so ein bisschen Undercover-Titel. Lollipop Chainsaw kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr geiles Spiel. Wow, Alter, wie jedes Mal hier das Teil rausbricht. Okay, Vorsicht. Oh, ja, ich hab's geschafft. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Alles klar, diese Verbindung hier. Eins weniger. Jetzt muss ich nur noch höher klettern und die nächsten Kabel lösen. Da oben lösen. Sind noch mal welche gewesen. Okay, wir müssen noch höher. Also hier lang. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Oh, vielleicht hatte Wahl recht. Es gibt kein Zurück mehr. Tja, purer Wahnsinn. Aber ab und an ist Wahnsinn die einzige Methode, die man anwenden kann. So, nochmal hier ran. Hier nach unten. Ja, komm schon. Nein, nein, nein.
Oh, ich muss hier hin. Okay, ich verstehe. Ich dachte, wir müssen vielleicht irgendwie rumgreifen. Okay, und jetzt bin ich hier. Ah, hier. Noch eine Kiste nehmen wir natürlich mit. Geil, Mann. Heiltrank. Edel. Sehr, sehr fast edel. Geschafft. Wie sie jedes Mal noch auf dieser Kante stehen bleibt. Da ist die andere Verbindung. Okay, von wo kann ich hier treffen? Hier drüben. Und Abflug. Nicht abhauen, oder? Das wohl auf die harte Tour. Oh, ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach okay, wo ist der Schwachpunkt? Ich würde mal sagen, der Sack ist voller Säure. Schön auf den Sack und erstes anvisieren. Wow. Okay, der war ganz gut. Boah, vielleicht Eis. Moment, das war hier. Versuchen wir es. Ah, das ist ja eigentlich ziemlich scheißegal. Kann das sein? Wow! Wow! Feuer in dir. Wir können froh sein, dass sie festklemmt. Oh! Okay, warte mal. Ich brauche unbedingt hier Muni. Weißt du was? Wir machen hier noch was. Hey, du! Riesenbaby! Oh, Scheiße! Nicht gut, Mann. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Alter! Die Säure! Die platscht böse rein! Vorräte looten. Keine gute Idee. Oh, die hält aber auch verdammt viel aus. Alright, alright, alright. Ich muss hier unten auf die Panzerung treffen. Das mag sie nämlich gar nicht. Okay, hier oben ist sie verdammt gut gepanzert. Ja, nochmal hier ein bisschen weg. Alter, bröckeln die Teile, nice. Vielleicht sollte ich hier einfach drauf gehen. Bisschen too late, huh? Da! Die Kanister liegen jetzt frei. Ich sollte drauf zielen. Boah, aber das ist so ein geiles, episches Vieh. Ich find's mega. Einen haben wir. Wow, 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 wow. Easy. Hey, Aloy, auf die Beine mit dir. Noch Muni. Ah, Mist. Ist gar nicht so leicht, die zu treffen, sage ich euch. Komm schon. Jetzt flupper hier nicht so rum, du Mistvieh. Boah, da hat sie mich gut erwischt. Okay, was macht sie jetzt?
Irgendwie schon eine majestätische Kreatur. Das ist ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Okay, versuchen wir es. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Erstmal muss ich hier ein bisschen auf Abstand. Alles klar, wir machen nochmal ganz schnell hier ein bisschen Frost. Im Fokus könnten wir sie analysieren. Das scheint dir gerade gar nicht zu schmecken. Boah, was für ein riesen Biest. Wow. Heilung. Sie ist beinahe Schrott. Komm schon. Ah, was war denn das jetzt? Sie kann auch einen Schallangriff. Wie mies ist das denn? Ist gut. Endlich. Wow, also so eine Kobra ist echt verdammt majestätisch. So, was haben wir hier? Fertigkeiten, Jägerin, Überlebende, Eindringling, Maschinenmeisterin, Fallenstellerin und Kriegerin. Du hast deinen ersten Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkte erhältst du durch das Aufstufen und durch das Abschließen von Quests und Aktivitäten. Wähle deinen Fähigkeitenbaum aus und tippe X, um ihn dann zu öffnen. Wow. Uff, hier gibt es ja richtig viel. Was haben wir denn hier? Wo müssen wir denn anfangen? Ich muss die verbundene Fähigkeit erlernen. Okay, warte mal. Wo fange ich denn an? Fange ich hier oben an? Ne, hier muss ich in der Geschichte fortschreiten. Hier gibt es gar nichts. Dann haben wir hier schnelle Fallenstellerin. Konzentration. Oh, das ist super wichtig. Wirksame Medizin. Mhm. Okay, ich glaube, ich nehme mir mal als erstes das hier mit. So, bei Jägerin. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Bald muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Alter, hier wäre noch irgend so eine Knarre gewesen. Yo! Mit 18 Schuss. Keine Munition. Ach so, ja, aber wir machen erstmal hier noch ein bisschen Bogenmunition. Schwupps. Geht ganz easy, geht ganz schnell. Und dann looten wir noch die Kisten weg. Tja, die eine Kiste hat die Kobra gefressen. Okay, hier liegt noch so ein Teil rum. Ja, das hätte einiges einfacher gemacht, hätte ich hier mit einer Kanone drauf geschossen. Und in den Flammen rumstehen ist auch nicht so unbedingt die intelligenteste Idee. Aber es war ein cooler Fight. Es war wirklich ein verdammt cooler Fight. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann nochmal so welche sehen. So, wo müssen wir denn hin? Da drüben. Schwupps. Spider Aloy rettet mal wieder den Tag. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. Tja, das ist die große Frage. Ist das Backup noch hier oder verloren? Okay, Moment, ich kann hierhin. Ich muss es sein. Anscheinend gibt es auch wieder einen Weg zurück. Die Beleuchtungseffekte und so, ne? Das sieht schon alles ultra gut aus. What is this? Noch eine Kiste. Okay. Hier gibt es jede Menge Informations. Bitte sei doch da. Moment, hier geht's weiter. Aber gibt es hier auch noch irgendwas? Auf der Seite? Ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich wieder hier so schnell durch. Nee. Gut, dann schauen wir mal rein. In die Bude.
Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Fasinet-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich... habe ich eine bessere Idee. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja?
Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Ja, Freunde, es ist spannend. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Das ist neu. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Bis zum nächsten Mal. Bewerten und tschüss!